herzliches Willkommen bei uns hier auf der Hopfach oder in Hopfach. Auf Hopfach, das müssen wir noch ausdiskutieren. Ja, ihr seht hier so ein paar komische Gestalten rumstehen. Die warten alle auf irgendwas. Wahrscheinlich darauf, dass ich hier mit meiner Ansage fertig bin. Ja, wir haben nach unserem Seehausen-Projekt ein neues Projekt gestartet. Alle mit allen Namen, anderen Namen. Und wenn ihr euch fragt, was mit Seehausen ist, das gibt es nicht mehr. Ich würde jetzt ganz einfach sagen, kurz und knappig stellt sich jetzt jeder hier einmal ganz kurz vor. Vor mir geradeaus ist der Herr Karl Ross, der sich einmal gerne vorstellen darf, wo er arbeitet, was er tut und so weiter. Ja, grüß euch, ich bin der Karl Ross und bin Mitarbeiter vom Lohnunternehmen. Der nächste, Herr Ramelow. Ja, ich bin auch tätig beim Lohnunternehmen bzw. Inhaber des Lohnunternehmens. Welche Rolle spielt ihr? Also du, also bist du schüchtern, bist du herzkrank, keine Ahnung? Oder alles ganz normal? Wir sind ganz normal alteingesessen bzw. Ja, wir auch kooperieren sehr viel mit der Stadt. Okay, der Herr Hirsch. Jo, moin erstmal. Jo, ich bin Johann Hirsch, betreibe hier auf der oder in Hopfach, um Hopfach herum das Sägewerk, Palettenproduktion, Kartonproduktion und mehrere Produktionen einfach. Bin auch ein alteingesessener Mann, Bauer und ja, bin so ein bisschen abgeschieden im Wald zu Hause. Dann haben wir unseren Bären. Ja, hallo Herr auf der Heide, Rudolf Bär mein Name. Alteingesessener Bürger hier in Hopfach. Wir sind nicht in Hopfach, wir sind in, ist es hier oben, Ort Otterbach? Rheinsberg. Ich habe den elterlichen Hof übernommen, ein kleiner Kuhhof mit ein paar Maschinen, bisschen Land ausgenommen. Jo, aber eins möchte ich vielleicht noch hinzufügen zu deiner Ankündigung. Wir sind in den Hopfach-Stories, ja, wir sind die Real Farmers, bitte. Ja, entschuldigen Sie, junger Mann, es sei mir verziehen, ja? Nein. Gut, der Herr Horst, Bauer. Jo, Horst. Hallo, Manuel auf der Heide. Also, ich bin Neuankömmling hier, habe jetzt den Händler übernommen und arbeite nebenbei noch beim Wohnunternehmen mit bei dem Herrn Ammelsloh. Ja, schön, das haben wir hier einen fleißigen Händler. Unsere Blumenware, Blumenthal, Fritz. Jo, ich bin der Fritz Blumenthal, bin eingesessener Bauer hier im Hof und ja, bin hier der Agrarmensch. Ich mache hier nur Ackerbetrieb. Gesundheit. Mit Penicillin auch zu heilen, ne? Ja, genau. Ich glaube, zu guter Letzt haben wir hier unseren Karl-Heinz König. König, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. König. Wo ist er denn? Karl-Heinz? Möchte nicht mit uns reden? Ja, gut, Karl-Heinz ist stumm. Dann übernehme ich das. Das ist mein Auszubildender, der ist bei mir beim Hof, ist jetzt im dritten Lehrjahr. Ja, mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Er hätte gerne einen eigenen Hof. Aber schauen wir mal, was da daraus wird. Ob er bei mir weiter bleibt nach seiner Ausbildung oder ob er dann seinen eigenen Weg geht. Der muss ja erstmal die Prüfung bestehen. Das kommt noch dazu. Also ich würde es ganz einfach sagen, für alle mitgesprochen. Halt, einen haben wir noch vergessen. Wen? Ja, dich. Ach ja. Auf der Heide. Ja, ich bin Manuel auf der Heide in dieser Folge. Ich bin diesmal kein Krimineller, ich bin ein lieber anständiger Bürger. Mit reichlich viel Taschengeld, denn ich habe im Lotto gewonnen und bin hier der reichste Bürger und werde meine Geschichte einfach so spielen, wie sie kommt. Mit viel Zusammenarbeit soll es stattfinden. Natürlich könnte es aber auch ein wenig anders da auslaufen. Wir wissen alle, Roleplay und unser zweites Roleplay-Projekt wird wahrscheinlich anders laufen als wie unser erstes. Ich würde ganz einfach sagen, wir lassen uns überraschen und schauen, was dabei rauskommt. Jo. Vielleicht noch ganz, ganz kurz ein Ding. Wir suchen immer wieder auch noch Mitspieler. Also wer gerne mitspielen möchte, kann sich gerne in den Kommentaren unter den Videos melden oder am besten gleich bei uns auf den Discord kommen. Dann können wir gucken, ob ihr zu uns passt und könnt dann eben bei unseren Aufnahmen mitmachen.
So, von meiner Seite aus war es das. Hat noch irgendjemand etwas anzukündigen? Nö. Nö. Das heißt, wir verziehen uns auf unsere Höfe. Ich habe ja keinen. Dann würde ich sagen, einmal dürfen wir noch reintappen in unsere Fahrzeuge und dann geht's richtig los. Ja, ich kann überlaufen, soweit ist es ja nicht. Gut, ist dann kann es ja auch jeder in seine Channels verziehen und dann viel Spaß. So, hallo liebe Leute, ich bin's natürlich, euer Franken-Andi, das Intro hier zur Hopfach-Story habt ihr jetzt schon mitbekommen. So, ich latsch mal eben zu unserem Hof. Im Multiplayer ist es so, dass die Blitze hier nicht funktionieren. Ob das gut oder schlecht ist, wird sich noch zeigen. Wie schon am Anfang angekündigt, wir haben einen kleinen Kuhhof. Den habe ich von meinen Eltern übernommen. Da ist auch schon unser Häuschen, wo wir wohnen. Ich mache mal eben die Tür auf. Hier sind wir schon die ersten Geräte, ein Güllefass und ein Miststeuer. Dann haben wir hier so einen kleinen Manitou. Ja, so klein ist er nicht, ist der große, ne? Und ein bisschen Werkzeug. Dann, ich meine, ich finde es immer noch lustig, die Türen, ne? Also da passen Riesen durch. So, dann haben wir hier ein paar Schlepper. Das ist ein 724er, genau. Dann ein 7er Deutz und ein 6er Deutz. Der hat 150 PS, glaube ich. Der hier 224 und der 240. So, dann gehen wir mal rüber und gucken uns mein Auszubildender hat, glaube ich, hier technische Störungen oder sowas. Okay, mach mal einmal hier. Gucken wir uns die Tierchen mal an. Die bewegen sich hier auf der Karte leider nicht aus Performance-Gründen, weil das wohl relativ viel Performance kostet. Ja, es ist eine Riesenkarte. Die Hopfach, ihr alle kennt sie. Ewig viele Felder, ewig viele Höfe, ewig viele Möglichkeiten. Sehr, sehr cool. Ja. So. Oh, Silage ist leer. Was? Okay. Da müssen wir jetzt dann gleich mal mit dem Füttern anfangen. Also wie gesagt, Tierchen haben wir ein paar da. Es müssten so um die 15 Stück oder so sein. Ein kleiner Hof halt, ne? So, dann kommen wir mal hier zum Eingemachten. Ein Düngersteuer, Tiefenlocker, ein Kipper, ein Wasserfässchen, noch ein kleiner Kipper, ein Frontlader. Hier sind die Silos drin. Und dann haben wir hier noch die Maislegemaschine. Ein Gurper, ein Ladewagen und noch eine Sämaschine. Das war's auch schon hier vom Hof. Wie gesagt, klein, aber fein. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Wir geben den Kühen mal frische Silage. Damit die hier weiter fleißig Milch produzieren. So, dann müssen wir hier mal rumlaufen. Die Frage ist, komm, wir nehmen den hier. Mit dem muss ich eh gleich noch ein bisschen üben hier. Oh. So. Oh, doch umgeschaltet. So. Wo waren da Warnblinke? Hier. Schön vorsichtig rückwärts ausfahren. Achso, eine Kleinigkeit gibt es hier noch. Oh, hallo, fahr mir halt nicht in die Kiste hier rein. So. Hier hinten gibt es auch noch ein kleines Stück von unserem Hof. Wir haben hier hinten noch ein Silo und einen Unterstand, den ich quasi als Ballenlager benutze. So, da sehen wir hier schon Stroh und Heuballen, habe ich schon schön eingeschlichtet. Hier hinten gibt es noch ein bisschen Silage und Gras, weil es dauert ja ein bisschen, bis wir unsere ersten Felder bewirtschaftet haben. Deswegen haben wir hier schon ein bisschen was dort. Silageballen wird es wohl nicht geben bei uns auf dem Hof. Zumindest habe ich das nicht geplant. Aber ja, wer weiß schon, was da noch so alles passiert, ne?
So, dann müssen wir jetzt mal vorsichtig wieder zum Stall fahren. Komme ich da eigentlich durch? Nee, ich glaube, ich muss über die Straße fahren. Das ist ja lustig hier. So, wenn wir das gemacht haben, müssen wir gleich mal einen Blick auf unsere Felder werfen, weil, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, müssen wir gleich das LU beauftragen, weil da wartet Arbeit auf die. So. Oh, ich habe jetzt die Tür da wieder zugemacht. Ja, Verkehr wäre schon so toll, ne? Oh, Silage ist gleich hier. Gut, dann schauen wir mal, wie viel haben wir denn jetzt hier drin? Ja, da passt nicht sehr viel rein. Die sind ganz schön hungrig, die Tiere. Wasser. Ja, wir müssen da, glaube ich, gleich noch mehr machen, aber wir gucken uns erstmal die Felder an. Was ein kleines Problem ist, wir haben keine Wiesen. Ich hoffe, wir können so lange aushalten. So. Lass den hier mal frech stehen. Kommt ja eh keiner durch, oder? So, gucken wir uns mal unsere Felder an. Also, alle roten Felder sind unsere. Wir haben hier diese zwei Maisfelder hier hinten und hier haben wir Zuckerrüben. Herrlich. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und dann haben wir hier noch zweimal Sonnenblumen. Mehr haben wir nicht, ne? So, dann habe ich mir vorgestellt, das Feld 106 mache ich hier zur Wiese. Oder wir machen die zwei zur Wiese, aber mir würde das hier besser gefallen. Und an auf den Rest können wir... Ach ja, da drüben haben wir noch eins. Habe ich dreimal Sonnenblumen. Wow. Hatte ich nicht eins mit... Ach ja, hier, die habe ich ja auch noch. Pff, aber das... Genau... Hier habe ich ja noch ein bisschen... Was ist das? Weizen? Ja. Gut, Weizen haben wir auch ein bisschen. Kriegen wir zumindest ein bisschen Stroh. Und mit der Silage... Oder mit dem Mais kann man ja dann Silage machen. Achso, und dann kann man gleich mal gucken, was denn schon alles reif ist. So, die Zuckerrüben sind reif. Und die Sonnenblumen hier. Und der Weizen. Und hier das erste Maisfeld schon. Ja, dann würde ich sagen, dann rufen wir noch glatt mal beim LU an. Und sagen dem... Aber... Muss ich mal gucken, was für eine Wachstumsstufe hat denn der Mais hier? Der ist noch ganz am Anfang und der ist schon zu weit. Das ist schade eigentlich, naja. Ja, wir rufen mal beim LU unten an. So, Guten Tag, Lohnunternehmen, Hopfer. Ja, grüß Gott, Rudolf Bär hier. Moin, hier spricht der Rammelsloh. Ja, servus. Du hast ja das große Lohnunternehmen, ne? Jo. Und du bist doch begierig nach Aufträgen. Ja, schon. Ich hätte hier unglaublich viel zu tun. Oh, okay. Was wäre denn das? Du weißt ja, ich habe keinen Drescher, ne? Weil kleiner Hof und so. Und meine Felder müssten fast alle abgeerntet werden. Ach du Kacke. Warten Sie eben mal. Karl, noch nicht anfangen. Es gibt gleich noch eine Änderung. Yeah. Die Felder, sollen die irgendwie abgefahren werden oder fahren sie ab? Das kann ich machen.
Okay, weil dann würde ich Ihnen gleich einen Drescher hinschicken. Sie müssten mir jetzt nur noch sagen, wo Sie sind, beziehungsweise welche Felder. Wo fangen wir jetzt da am besten an? Wir wären, wenn... Ich habe verschiedene Sachen zum Abernten. Einmal Zuckerrüben, dann habe ich Sonnenblumen, dann habe ich Weizen und dann müsste Mais gehäckselt werden. Gut, dann fangen wir mit dem Weizen an. Das wäre Feld 101. Gut, dann fangen wir mit 101 an, mit den restlichen Sachen. Haben Sie denn jemanden zum Abfahren für den Mais? Wird der gehäckselt? Ja. Ja. Da haben Sie jemanden für das Häckselgut abfahren? Oder? Ja, ich habe einen Ladewagen und einen Kipper. Das wird man dann zu zweit machen, wenn mein Azubi wieder da ist. Der ist aber heute in der Schule. Ach so, okay, gut. Ja, wie Sie möchten. Ich kann das schon anrücken zum Häckseln oder ich kann auch noch warten. Sonst würde ich mich kümmern um einen Rübenroder. Dann warten wir erst noch mal, machen wir erst das Weizenfeld. Da müssten wir dann danach auch Ballen passen. Und die müssten dann auch zum Hof gebracht werden. Also ja, zum Hof. Gut, ja, dann komme ich mit der Ballenpresse doch gleich hinterher. Oder haben Sie eine? Nein, ich habe keine. Okay, gut. Also Feld 101, Weizen, Strohablage an und Ballenpressen und Ballenabtransport zum Hof. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns am Feld 101 und wir kommen. Alles klar, ich mache mich auch auf den Weg. Jo, tschüss. So, ja, dann geht's hier gleich Vollgas los. Dann, ich lass mal den Manitou hier stehen. Ich mache aber noch eins. So, den Warnblinker schmeißen wir schnell noch an. Nicht, dass mal einer hier in die Karre reinfährt. Das kann man nicht gebrauchen. So, Hallöchen. Hallo. Darf ich mal? Danke, danke. Hallo, Herr Nachbar. Servus. So. Bäh. Dann gehen wir hier zur Tür rein. Ah, kann man die gleich mal wieder schließen und machen hier mal auf. So, ich schnapp mir natürlich meinen Liebling. Ah, herrlich. So, dann machen wir uns da glatt auf den Weg hier. Oh oh, es wird nix. Mein Hof hieß hier ja ganz schön eng, aber ihr wisst ja, ich mag sowas. So, wenn ihr Wünsche, Vorstellungen habt, wie ich mich hier im Lauf der Geschichte verändern soll, dürft ihr das natürlich gerne mal preisgeben. Ich würde mich da über ein paar lustige Ideen von euch freuen. Wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht und haben schon etwas ausgearbeitet, aber Luft ist allemal da. Und ja, dann gucken wir mal, wo wir uns hinentwickeln. Also so einen groben Plan haben wir schon. Den verrate ich euch natürlich noch nicht. Ihr sollt ja auch Spaß haben, hier mit einzuschalten. So, zeige ich die Plane da auf? Warum nicht? Glaubt ihr doch, zusammen der Schlepper, der Kipper. So, Geld verdienen müssen wir ja auch noch. Und wir brauchen noch ein Mähwerk. Das heißt, wir müssen auch schon wieder ein bisschen investieren. Aber dann gucken wir erstmal. Wo will ich denn hin? Warum läufst du eigentlich da auf der Straße rum? Was ist denn los mit dir? Oder kann ich geradeaus drüber fahren? Machen wir noch gleich mal. Und keiner. Gut. Ich kenne mich ja eigentlich ganz gut auf der Karte aus, aber mal schon länger nicht mehr gespielt. Es kann natürlich sein, dass ich mich hier noch ab und zu überfahre. Ne, das passt schon. Alles gut. Ach ja, die Flaschenproduktion. Ich erinnere mich. Da drüben ist ja schon Feld 101. Aber wir hätten aber auch irgendwie anders da fahren können. Naja.
Ende. Oh ja. Wir sind schon wieder am Ende. Ja, danke fürs Einschalten, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Viel ist ja noch nicht passiert jetzt heute. Aber in der nächsten Folge drehen wir richtig auf. Wir sind ja hier schon gleich am Dashen und am Abfahren. Und ja, schauen wir mal, was hier noch so passiert. Wie gesagt, wenn ihr lustige Ideen habt, schreibt sie unten in den Kommentaren rein. Ich lese das natürlich alles durch. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!